Also ich mache das jetzt seit 4 Jahren. Ich will es nicht ewig machen. Es tut mir gut. Also das Radfahren, die Bewegung in der frischen Luft, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, 8 Stunden am Tag in einem Büro zu sitzen. Man kann es runterbrechen darauf, dass es ein Job ist, den man nicht lange macht und der nicht großartig entlohnt ist. Ich verdiene einen Grundlohn von momentan 7,90 die Stunde. Ab 2020 haben wir den Kollektivvertrag, dann verdienen wir 8,71. 8 Euro ist nicht viel. Die Leute in Pizzerien, die ausliefern, machen das für 6 Euro. Also es geht auch noch weniger. Wenn man gut mit Geld umgehen kann, was ich glücklicherweise kann, und wenn man eine günstige Wohnung hat, ja, es geht. Irgendwie schaffen es Menschen, immer noch um die Runden zu kommen. Das geht oft dadurch, dass sie halt Tätigkeiten nicht machen, wie auf Urlaub fahren zum Beispiel. Was sie alle vereint, ist, dass sie selbstständig sind, unterdokumentiert sind, aber dass auf jeden Fall dieses Angestelltenverhältnis, wie sie es etabliert hat im österreichischen Wohlfahrtsstaat, dass das nur für eine Minderheit zutrifft. Also als freier Dienstnummer kriegst du halt nach 3 Tagen ein Krankengeld von der Krankenkasse. Also das ist halt dann nur 50% von deinem Lohn. Die sind existenziell materiell abhängig von einem Unternehmen. Das Unternehmen hingegen hat durch die Selbstständigkeit natürlich viel weniger Zahlungen. Also das sind Entgeltfortzahlungen, Krankheitsfällen, das bezahlt der Urlaub, 13. 14. all diese Sachen. Ja, 1500 wären ja zumindest mal das Mindeste. Wenn man mit Arbeiterinnen in der Branche spricht, was sofort kommt, ist betriebliche Mitbestimmung, weil die wird systematisch untergraben, vor allem von den Essenszustellplattformen. Was sicher noch Verbesserungsbedarf hat, ist halt die ganze Sorge um das eigene Equipment. Also die Winterausrüstung, dass auch das Rad gut instand gehalten wird. Das ist alles Zeit, die nicht bezahlt wird.